Im Frühjahr 2016 war der Leipziger Maler Michael Triegel bei uns in der Freien Akademie der Künste zu Gast und hat sich und sein Werk vorgestellt. Ich war an jenem Abend dabei und habe später ein literarisches Gedächtnisprotokoll angefertigt, das ein Jahr später Eingang in mein Lexikon des Lebens gefunden hat. Dort steht der Text unter dem Eintrag Schönheit und ich möchte ihn jetzt gern vortragen. Schönheit. T47 war ein alter Meister aus Leipzig und sein Lichtbildervortrag in der Akademie handelte von der Schönheit seiner Bilder. Über seine künstlerische Herkunft ließ T das Auditorium nicht lange im Unklaren. Tizian, Dürer, Raphael, Velázquez, Petrarchi. T selbst stammte aus Erfurt und in seiner von thüringischer Intonation eingefärbten Rede verquickten sich freundliche Beflissenheit und Leipziger Geschäftssinn auf das Natürlichste, wie es schon Dürer vom Maler verlangt hatte. Von Rilke, nichts als des schrecklichen Anfang, Sie wissen schon, sprang Meister T. gleich ins 16. Jahrhundert. Seine Bilder, er erklärte sie so detailversessen, als rechne er fest mit der ästhetischen Begriffsstutzigkeit seiner langmütigen Zuhörer, strotzten vor scholastischer Spitzfindigkeit und kombinatorischer Raffinesse. Bald konnte man sich von Meister T.s Frau Elisabeth ein ziemlich genaues Bild machen, denn sie stand oft, eigentlich immer, Modell, wenn Meister T.s ausgeklügelter Bildplan einer Madonna oder die Jungfrau Maria vorsah. Auch Tochter Christine fand sich auf den heiligen Bildern häufig Verwendung. Da stehe ich und kann nicht anders, als der Schönheit zu huldigen, bekannte Meister T. Jesus war auf seinen Bildern dem Meister wie aus dem Gesicht geschnitten. Er habe es nie darauf angelegt, aber so sei er doch durch seinen Willen zur absoluten Kunst zu einem Alleinstellungsmerkmal gekommen, verriet Meister T. treuherzig. Andere mochten dem Kult um Geld und Markt anhängen, er folge seinem unbedingten Verlangen nach Schönheit und verachte Oligarchen, selbst wenn sie ihn sammelten. In Amerika plauderte Meister T. aus, werfe ihm niemand Manierismus oder altmeisterliche Verstiegenheit vor oder dass seine Malerei so wirke, als sei sie aus der Gegenwart ausgewandert. In Amerika frage man ihn einfach, ob er Erfolg habe, nicke aufmunternd, klopfe ihm fröhlich auf die Schulter und sage, dann sei doch alles in Ordnung. In Leipzig erfuhr man an diesem Abend der Schönheit auch, sei Meister T. Ateliernachbar von Meister R. Manchmal schaue Meister R. bei ihm vorbei und werfe lapidar ein, gute Malerei. Vor allem Holz gelingt dir vorzüglich. Meister verkehren wortkarg untereinander, ging es Samuel durch den Kopf und ihm fiel eine fast zur Interjektion geronnene Formel eines anderen alten Meisters wieder ein. Fröhliche Ostern, fröhliche Western. Dann bekamen die Zuhörer die Gelegenheit, den alten Meister zu befragen. Samuel lachte leise in sich hinein, als er registrierte, dass der alte Meister jede Antwort mit der vom heimatlichen Dialekt fermentierten Floskel »Och, wissen Sie« einleitete. Routiniert jovial, ein erfahrener Kunsthausierer. Unversehens geriet Samuel ins Träumen. Lieb Abendland. Gute Nacht, Meister T., gute Nacht. Jemand ritt, es war kein anderer als Jesus selbst, in die untergehende Sonne, bei Rom, ganz natürlich, wie es schon Dürer verlangt hatte.